Okay Freunde, neues Video mit eurem altbekannten Host Apo Swally. Und was wir heute machen, heute habe ich mal einen kleinen Gag erlaubt, ja, einen kleinen Gag, denn die ersten Produkte, die ich verkauft habe, waren Dropshipping-Uhren. Und so wie es Anfänger machen, ich habe diese Uhren noch nie anfangs gesehen, gehabt. Und darum dachte ich mir irgendwann, ich bestelle mal diese Uhren, dass ich mal mittlerweile weiß, was ich da überhaupt anfangs verkaufen wollte. Und es passiert, ich habe mir diese Uhren bestellt. Ich habe mir viele verschiedene Samples bestellt. Vielleicht will ich noch irgendwas anfangen mit denen in Zukunft. Wer weiß, vielleicht will ich auch mal was mit den Lieferanten machen. Vielleicht muss ich nochmal auf diese Lieferanten zurückkommen, wenn ich für meine Print-on-Demand-Shops auch Uhren integrieren möchte, die ich auf Vorrat habe. Aber mittlerweile, ich wollte erstmal die Qualität der Produkte checken. Was ich da überhaupt damals verkauft habe und ob ich überhaupt diese Produkte verkaufen oder bzw. anbieten soll oder ob die wirklich unter aller Sau sind. Okay? Zwei Produkte sind angekommen innerhalb von wenigen Tagen. Diese eine Uhr ist innerhalb von 3 Tagen angekommen, obwohl sie von AliExpress oder Alibaba, ich weiß gerade nicht genau, woher ich dieses Sample bestellt habe. Innerhalb von 3 Tagen, das ist unglaublich. Okay, ein Dropshipping-Produkt von 3 Tagen an deinem Endkonsumenten. Das ist unglaublich. Und das bestärkt die Aussage, dass AliExpress-Lieferanten mittlerweile nach Deutschland bzw. Europa kommen. Dieses Produkt war sogar in Deutschland, weil der Lieferant war sogar in Deutschland angesiedelt. Und das finde ich gewaltig. Das sind gewaltige Neuigkeiten. Das andere Produkt hat eine Woche gedauert, 7, 8 Tage, was ich auch gut finde. Und viele behaupten ja, Dropshipping-Produkte 2 Monate hin und her. Ja, viele Dropshipping-Produkte brauchen lange. Ich meine, die andere Hälfte, die anderen Samples sind noch gar nicht angekommen. Aber wenn du mit den richtigen Lieferanten in Verbindung bist, okay, wenn du die richtigen Lieferanten heraussuchst, wenn du das Ganze professionell angehst und in Zukunft, wenn die Lieferanten noch nach Deutschland, Europa kommen, dann kann das Ganze schon ein bisschen besser fürs Dropshipping anschauen. Nichtsdestotrotz, ich bin der Print-on-Demand-Guy, ich bin der Shirt-Guy, ich bin der Design-Guy. Okay, 80% meiner Produkte sind Print-on-Demand in meinen Online-Shops. Ich füge mal wieder ein paar physische Produkte, Dropshipping-Produkte hinzu, mache aber den hauptsächlichen Profit mit Print-on-Demand. Ich finde das viel leichter. Meine Lieferanten sind Europa, Deutschland oder auch Amerika, weltweit habe ich auch welche. Und die Produkte kommen innerhalb von kurzer Zeit, Packungen sind neutral. So viele Vorteile, die ich 100-mal erwähnt habe. Aber in diesem Video geht es ausschließlich um diese Fun-Projekte und um diese Fun-Produkte, die ich mal bestellt habe, um zu sehen, was für Produkte überhaupt von AliExpress kommen. Wir machen die zweite Kamera. Zweite Kamera ist an. Zweite Kamera ist an, Freunde. Paket Nummer 1. Eine Woche hat es gedauert. Ich zeige euch diese Uhr. Paket Nummer 2 innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Kam aus Deutschland. Das ist wichtig. Wir schauen uns mal die Uhr an. Okay, wieso habe ich diese Uhr bestellt? Ich wollte schon... Diese Uhr kam mir crazy vor. Diese Uhr kam mir ziemlich crazy vor. Warum? Es hat gehießen, ist ein Feuerzeug mit dabei in der Uhr. Und ich dachte mir, what... Die lügen doch. Aber als ich diese Uhr angesehen habe, okay, wir zoomen ran, hier sieht man die Uhr. Uhr an sich finde ich, Material finde ich, okay, ist nichts, ist ganz okay. Armbänder würde ich umtauschen, wenn ich diese Uhr verkaufen würde, würde den Lieferanten da anschreiben. Aber was wir sehen, the newest generation of Uhren, ist echt ein verdammtes Feuerzeug mit dabei. Du kannst hier einfach im Club, wenn du diese Uhr an hast, in Raucher gehen, diesen Move hier machen. Okay, Batterie ist leer, weil ich das schon zu oft benutzt habe jetzt die letzten Tage. Aber du kannst das hier anmachen. Hier aufladen, by the way. Ist aber auch mit dabei. Und eine Zigarette mit deiner verdammten Uhr anzünden. Wenn das mal nicht eine chinesische Spitzenentwicklung ist, dann weiß ich auch nicht. Witzige Uhr. Total witzige Uhr. Produkt Nummer 2. Neutrale Verpackung. Finde die Verpackung auch eigentlich ganz schön. Okay, nächste Folie. Ein kleiner Trick, den ich immer gerne mache beim Dropshipping. Also ich dropship keine Uhren, ich habe keine Erfahrung mit Dropshipping von Uhren mittlerweile. Aber was ich bei anderen Produkten mache, ich erwähne oftmals, dass die vom Lieferanten kommt, weil es ausverkauft ist. Denn es ist ein Framework, den du setzt. Weil das Produkt sieht so aus, als kommt es direkt vom Lieferanten. Es kommt ja auch direkt vom Lieferanten. Wir dropshippen ja auch direkt vom Lieferanten. Aber wenn du deinen Shop erwähnst, dass das Produkt ausverkauft ist und direkt vom Lieferanten kommt, dann erwarten die Leute auch sowas. Aber wenn die Leute erwarten, dass ein nagelneues Produkt kommt und du auf einmal
das hier bekommst und diese graue Verpackung davor, dann denken die sich, oh, okay, was ist hier los? Aber das sieht so aus, als kommt direkt vom Lieferanten, also legit. So, wir gehen mal eine Etappe tiefer. Okay, Freunde, das sieht doch schon mal besser aus. Wir haben hier diese schlichte Verpackung. Öffnen Sie einmal. Und was erwartet uns? Eine schön verpackte, oh, vielleicht hätte ich das mal noch auf Kamera zeigen sollen. Ist auf jeden Fall, okay, jetzt sieht es nicht mehr so schön aus wie davor. Aber wir sehen hier eine schlicht und schön verpackte Uhr, die wir hier herausnehmen können. Okay, wir schauen uns diese Uhr an und diese Uhr ist so verdammt gut. Die Produktion ist gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Uhr so verdammt gut ist für diesen Preis. Okay, das wundert mich ein bisschen. Okay, es wird Zeit für ein kleines Fazit aus diesen zwei Produkten. Ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Dass die zweite Uhr, die Qualität ist gut, Verpackung war schön, Material ist gut. Die erste Uhr war irgendwie so just for fun, ich weiß gar nicht, wieso ich dieses Teil hier bestellt habe. Lieferungen ziemlich schnell. Ich sehe hier positive Verbesserungen in Sachen China-Shipping, in Sachen Qualität, in Sachen Verpackung und auch keine Werbung oder sowas mit dazu bekommen. Wie gesagt, ich dropshippe diese Uhr nicht. Ich wollte einfach nur schauen, wie die Produktqualität ist, wenn ich mal in Zukunft irgendwas Ähnliches dropshippen möchte. Produkte gefallen mir. Qualität ist gut. Es wäre interessant, mal diese Uhren auszuchecken von AliExpress. Nun ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche dir was, einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten E-Commerce-Video wieder. Bye, bye, dein Apo.